Als nächster kommt Hermann Veratschnik, der Verkehrssprecher der Grünen, zu Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrter Herr Minister, werte Zuseherinnen. Die Flughöhe der Sozialdemokratie und der Freiheitlichen ist für mich nicht erkennbar. Ich appelliere an alle, Bodenhaftung in die Debatte wieder hineinzubringen. Bodenhaftung, was auch Millionen und Milliarden betrifft. Nochmal zur Wiederholung, es geht um 150 Millionen von der Lufthansa, es geht um 150 Millionen von der Republik Österreich und es geht um einen 300 Millionen Kredit, der über die Banken abgesichert ist. Da geht es nicht um Milliarden und da geht es schon gar nicht um Hypermilliarden. Also da steckt die Sozialdemokratie noch in der Vergangenheit. Werte Abgeordnete, grüne Politik versteht sich ein gemeinsames Haus bauen, das Krisen übersteht, das die Umwelt nicht verpestet und wo wir gerne darin wohnen, ob in Miete oder in Eigentum. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dieses gemeinsame Haus auch im Luftverkehr so wichtig ist, dass es derzeit nicht gibt im europäischen Luftverkehr. Und ich vermisse hier die Kritik der Opposition, vor allem an dem, was passiert, nämlich an den Billig-Airlines. Schauen Sie in die Zeitung, 9,99 Euro werden angeboten nach Corfu, nach Valencia, nach Porto. Das ist die Realität. Gegen diese Rahmenbedingungen im Luftverkehr müssen wir Parole bieten, müssen wir uns die gescheiten Maßnahmen überlegen und müssen wir diese Maßnahmen auch umsetzen. Und da geht es nicht um eine Staatsbeteiligung, sondern da geht es um europäische Rahmenbedingungen. Und wir setzen hier einen klaren Schritt durch zwei ganz wichtige Punkte. Das ist erstens die Anti-Dumping-Regelung. Die Anti-Dumping-Regelung mit einem Mindestpreis von 40 Euro. Da geht es nicht mehr mit 9,99 Euro. Da geht dieses Preisdumping nicht mehr. Und es geht auch im Interesse der Anrainerinnen und Anrainer in Wien am Flughafen auch um die Änderung der Flughafenentgelteordnung. Da wollen wir ganz klar, und die Absicht besteht, ökologisieren und auch reduzieren, was den Lärm betrifft und was die Schadstoffe betrifft. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dazu brauche ich auch keine Staatsbeteiligung. Und der Staatsbeteiligung, Herr Abgeordneter Stöger, hilft ja überhaupt nichts, wenn ich nicht die notwendige Sperrminorität habe. Da sitze ich rein, habe den Informationsfluss, aber kann auch nicht wirklich mitbestimmen. Werte Abgeordnete, zukünftig braucht es in dieser Debatte und auch in Zukunft des Luftverkehrs Punktlandungen. Braucht der Klimaschutz statt billige Bruchlandungen. Und es braucht keine Bonusmeilen für Vielflieger und für Billig-Airlines, sondern es braucht Meilenstiefel im Klimaschutz. Und diese Meilenstiefel, die sollten wir gemeinsam umsetzen. Meilenstiefel im Klimaschutz, liebe Abgeordnete, und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, das Bahnpaket, nämlich Zug statt Flug zu präferisieren und hier auch das notwendige Geld einzusetzen. 500 Millionen für Nachtzüge, Herr Abgeordneter, 240 Millionen für das 1-2-3-Ticket. Da rollen die Millionen für die Österreicherinnen und Österreicher, für die Menschen, die hier wohnen und den öffentlichen Verkehr nutzen. Das ist das Ziel einer Umkehr im Luftverkehr. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, auch in die Zukunft zu schauen, in die Zukunft zu blicken, was den Luftverkehr betrifft, nämlich die besten Angebote auch anzubieten, weil ich überzeugt bin, dass das beste Angebot der beste Anreiz ist. Und zu guter allerletzt möchte ich den Landeshauptmann Stellvertreter Schellhohn aus Salzburg zitieren: Wir drehen an großen Rädern und steuern um. Arbeiten wir gemeinsam an der Umkehr des Luftverkehrs in Österreich und in Europa. Dankeschön.